Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Take It Like. Light. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich like hier dieses Knistern. Es knistert im Gebälk. Vom Geigerzähler. In unserer kleinen Reaktorkammer. Ist doch ein bisschen arg klein. Hättest du euch größer machen können. Ja, ich hab nicht mehr von den Kompositdingens. Oder echt nicht? Jedenfalls. Warum nicht? Die halten jetzt fast 3 Stunden, die Zellen. Okay. So, ich find's hier doof, dass wir nur durch dieses Loch hier rauskommen. Ich glaube, ich baue hier mal ein zweites. Ja, irgendwo. Na, komm her. So. Ich mach mir erstmal wieder ein bisschen Cobblestone. In der Pfanne warm. Schmeckt ganz gut. So. Ich glaube sogar, die Musik ist ein Tick zu laut. Ich weiß es aber nicht, aber YOLO. Reichen dir 360 EU pro Tick oder müsst du mehr haben? Für was brauche ich denn so viel EU? Weiß nicht. Was sag ich, wenn unser EU voll ist? Hochgehen kannst du ja nicht, oder? Ich beobachte es gerade ein bisschen, wenn die Ventilatoren, also die Advance, ein bisschen überhitzen, was okay. Dann passiert. Ob die Overclock dann angreifen oder ob es dann explodiert. Es macht ein großes Badabum. You shall not pass. Multipass. So, warte. Nein. Stupid Ho. So. Gundremmingen, du bist so super sexy. Aber kurz. Muss ja ganz kurz was suchen. Und zwar Bilder von Gundremmingen. Dann will ich mal die Kühltürme sehen. Ein bisschen Angst jetzt. Wie die so ein bisschen aussehen. Okay, bis jetzt. Naja, füllen wir den mal weiter nach oben aus. Ich glaube, das passt bis jetzt schon so. So ein Kühlturm, der ist halt... Okay, die verschwinden, ne? Was? Was verschwindet? Die Advance verschwinden einfach, wenn sie überhitzen. Sind die kaputt oder was? Gehen die kaputt? Ja. Oder wie ist das? Ja. Die Advance verschwinden. Was ist mit den Overclocked? Springen die jetzt ein oder wie ist das? Sie sind eingesprungen, ja. Okay, vielleicht hast du ein bisschen zu viel Brennstäbe drin, dass sie zu schnell... Nein. Also die Overclocked sind besser als die Advanced, oder wie ist das? Ich kann noch ein paar machen. Du kannst ja ein bisschen googeln nebenbei, und zwar, was ist denn die beste Kühlung? Ich glaube, Wasserkühlung wäre sogar besser, oder? Puh, gute Frage, mein Freund. Finden wir es heraus. Galileo Mystery. Jeden Freitag. Mit Dora the Explorer. Nein, ich glaube, da verwechselst du was. So. Brauche ich jetzt das hier auch. Also die Türme, die Wasser... Kühltürme vom Atomkraftwerk, die gehen halt so ein bisschen bis zur Hälfte ungefähr so im 60 Grad. Dann machen sie eine richtig krasse Kurve ganz oben am Ende und biegen sich nach außen. Okay. Das versuche ich jetzt hier so ein bisschen in Minecraft hinzubekommen. In Klötzchenform. Was gar nicht so einfach ist. Ah, ist wieder Kupfer, lass dich. Was ist? Kupfer? Ich habe ein paar Stacks Kupfer gebrannt, ne? Mittlere Truhe. Ja. Seidebacher! Seidebacher Müsli. Müsli von Seidebacher. Ah,
Was ist? Du kannst immer noch auf Ausstellen, ne? Hat's bumm gemacht? Die Map sieht jetzt schon ganz cool aus. Was denn? Haben wir Überhitzung? Was ist denn? Was? Was ist hier passiert? Ich hab keine Ahnung. Wie führt die Engine? Zwei Recycler fehlen? Wir haben, glaube ich, zu viel Energie drin, oder? Was machst du denn? Muss ich alles aufsammeln? Ach, ich habe doch vorhin Goldkabel gemacht. Jetzt hör auf, so rumzukacken. Ich bin ja Sandro. Ich bin gleich überfordert, wenn was in die Luft fliegt. Wo geht das hier hin? Die Musik passt gerade voll zu dir. Hä? Das sind ein paar... Da fehlen... Die Recycler sind weg. Tja. Und jetzt? Was mache ich denn? Jetzt hast du es in die Richtung raus. Deswegen habe ich gesagt, du sollst noch damit warten. Ach, Sandro. Läuft. Ja, und was ist mit denen? Wir haben was in Luft geflogen. Nein, die sind nur in die Luft geflogen, weil jetzt unten das Nukular-Ding angeschlossen hast, bestimmt. So. Ich bin aber so ins Zug gegangen. Ich bin voll. Du verschwendest unser UU mit. Jetzt, oh mein Gott, jetzt fliegt das alles hier in die Kiste rein. Weil der zu überfordert ist, oder? Ja. Na, ja, dann musst du die Kiste nachher leeren. Ich kann dir dabei nicht helfen. Schnapp dir ein Goldkabel und reparier die Kacke. Das ist ein Goldkabel. Ja, oder mach wieder neue Recycler. Viel Spaß dabei. Hast ja du verbrockt. Ich baue meinen Turm. So, Time Set. Sieht richtig gut aus. Ah, du hast das falsche Kabel dran gemacht. Was hab ich? Die falsche Pipe. Ja, du hast die falsche Pipe sehr genommen. Ja, sorry. Stimmt das? Zwei, eins. Es wird jetzt immer dünner oben in der Mitte, das heißt, es passt schon so. Oh. Hm? Kernschmelze. Oder was geht ab? Oh. Nee, der Autocrafting-Table fehlt auch, komischerweise. Warum fehlt denn der eigentlich? Das verstehe ich nicht. Weil es da mächtigen Badabum gemacht hat. Mächtiger Badabum kommt durch Atom. Mr. Burns hatte den Finger im Spiel. Smithers. Lassen Sie die Hunde los. So. Oder wie gesagt, Galileo Mystery. Jeden Freitag. 20.15 Uhr. Pro 7. Oh, mir schläft der linke Fuß gerade voll. Kann er einen. Oh, der kitzelt voll. Warum schläft wieder Fuß ein? Galileo Mystery. Das und viel mehr nächste Woche. Ja, bei Galileo Mystery.
Okay. Warum saugt die Engine jetzt nicht? Du musst es ihr erstmal beibringen. Oh mein Gott. Alien! Apropos, es soll ja, angeblich soll ja von Alien Isolation ein zweiter Teil rauskommen und von Alien, von den Filmen, ein fünfter. Ne? Mit der Sione... Ja. Wie wird der Name ausgesprochen? Sione Weaver oder? Nee, ich bin überfordert. So. Sigourney Weaver. Sigourney ist ein... Google, hilf mir! Warte, mein Inventar. Wunderschön. Ah, hier. Sigourney... Also man schreibt sie S-I-G-U-U-R-N-E-Y. Und dann W-E-A-V-E-R. Sigourney Weaver. Sieht mir schon jetzt von unten aus. Okay, den machen wir jetzt hier mal zwei hoch. Nur, also jetzt eins. Redstone. Jetzt muss er allmählich wieder nach außen gehen. Der Turm. Haben wir da. Haben wir da. Läuft bei uns. Vor allem mit der Musik hier. Die passt gerade überhaupt nicht zum Bauen. Warte mal kurz. Vielleicht zum Atomkraftwerk bei dir, weil da bei dir gerade alles Kraut und Rüben ist. So. Oh, die passt schon viel besser zum Bauen. Bauen. So. Bau. Bau mich hart. Sich halt wieder nach außen gehen. Okay. So, das hätten wir. Das hätten wir. Bam! So. Ich hoffe, dass ihr genug Infovideos angeschaut, um zu wissen, falls eine Kernschmelze bevorsteht, was man da machen muss. Wegrennen. Guter Mann. Guter Mann. Rein. Genauso wie es die Japaner bei Fukushima gemacht haben. China! Was? So, ich muss hier auch noch eins rausgehen, aber den baue ich zwei dann hoch. Okay. Ist das umständlich? Aber es lohnt sich hoffentlich. Schau mal auf die Map, das sieht schon wirklich aus wie ein... Ich komme lange vorbeigeflogen. Wie ein Kühlturm. Schon rein von der Map, von oben, Ansicht, finde ich, dass es aussieht wie ein Kühlturm vom AKW. Die Atomkraft. Eine unbegrenzte Energiequelle. Fast, zumindest. Welches Minecraft, welcher Minecraft-Block, nennen wir es jetzt mal Block, sieht eigentlich so ähnlich aus wie ein Brennstab, den man platzieren kann. Wie wär's mit Zäunen? Stahlzäune gibt's auch, vor allem aus dem Refined Iron, die sind so ein bisschen dunkler. Das
was gegen Dunkelhäutige? Nein, das sieht eben besser aus. So, das heißt, hier jetzt wieder überall Dirt platzieren. Uff, uff, uff. Tuff. Nope. Nope. So. Ich hau's dann dauernd runter. Nur weil ich kein Schiff drücken will. Ja, da komme ich nicht hin. So. Perfekt. AKW. Ich komme. Da ist echt ein... Genau. Ich baue hier wieder ab. So, erstmal gucken von unten, wie es so aussieht. Der muss eben hier noch eins nach oben, denke ich. Das sieht so besser aus. So, das Stahlbetongemisch steht. Findest du, sieht er aus? Ich bin fertig. Ich wäre fertig. Konjunktiv. Du wärst fertig, okay. Schauen wir mal von unten an und dann von oben. Ich komme jetzt 2, 3, 4, 150.000. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich habe nicht verkauft. Das ist der Größter. Das geht rein. Das Größer hätte es gar nicht, hätte ich es gar nicht bauen können, weil erstens, da hätte ich die Größe unten schon, also das Fundament schon breiter machen müssen. Schau mal, wie breit die jetzt schon sind. Die sind 20 breit, 21, wenn man die Mitte mitzählt. Hättest du nur nach oben ziehen können. Weiter nach oben? Also ich glaube, von der Kirche hinten sieht man es, oder? Nee, ich glaube nicht, die sind zu tief. Das sind keine Schornsteine, das sind Kühltürme. Ja, die Overclocked sind besser. Okay. Ich komme mal kurz mitgucken. Das passt gar nicht. Hallöchen. Hier knistert's wieder. Hallo. Overclocked? Ja, die gehen nicht so gleich so schnell kaputt. Was sag ich, wenn so eine Quad-Uranium-Zelle leer ist? Dann kann man es mit Kohle wieder auffüllen oder uns die anderen 10.000 verwenden. Wie viel haben wir? Ja, mindestens eine halbe Truhe voll. Und noch viel mehr Uran. Wir haben jetzt also hier 1, 2, 3... Warte, ist in der Mitte auch noch einer oder nicht? Mitten ist der Reaktor drin. Achso. Und außenrum sind diese Nuklearreaktoren. Mein Gott, guckst du dir an, die waren gar nicht warm. Naja, ein bisschen vielleicht, aber... Ja, also immerhin halten die Overclocked Heatvents durch. Die Frage ist so, wie gut ist so ein Komponenten-Heatvent? Das ist bloß als Filler. Achso. Ja, die halten länger, man sieht's.
Und der Geigerzähler knackt im Hintergrund. Aber der Reaktor ist gerade aus. Was? Reaktor ist doch gerade aus. Nein. Da steht off. Steht on. Mir steht er off. Mir steht on. Okay. Was ist eigentlich, wenn hier die MFSU voll ist? Kommt es dann hier zur Komplikation? Weiß ich nicht. Was ist das hier für ein Ding am Boden mit dem Minirad da? Sieht lustig aus. Das ist zum Einschalten. Aha. Dass man hier drin sein muss. Ah, okay. So. Das ist leicht scheiße. Du wirst jetzt verstrahlt. Hallöchen. Diese explosionssichere die Tür, weißt du das? Echt? Das ganze Gebäude. Dann geh ich lieber rein, da bin ich sicherer. Oh. Problem, ich hab's gerade zugemacht. Weil ich klug bin. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschalten wirst. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Ticket Night. Komm, zwängen uns doch das Loch durch. Mit dem Klaas und mit dem Hangerboy. Warte, ich schieb. Bis dann, ciao Leute. Servus. Wenn hier keine Fackeln drin wären, könnten ja eigentlich Viecher spawnen. Ja. So ein Creeper. Ja. Nee. Terroristischer Anschlag. Bis dann, ciao Leute. Servus.